Rocker FM. Jukebox at work. Heute unsere Firma, die wir zum einen vorstellen möchten und die natürlich auch ihr Musikprogramm hier gestalten, die Crazy Box Berlin, und zwar im Friedrichshain sitzen sie. Olli hatten wir gerade in der Leitung, jetzt habe ich den Marco am Apparat. Grüß dich. Ja, hallöchen. Marco, jetzt habe ich vorhin eingangs schon gesagt, die Jukebox at Work, eigentlich für Leute gedacht, die irgendwie auf der Arbeit sitzen, sich ein bisschen langweilen und irgendwie noch den anderen halben Tag rumbringen müssen. Langeweile kommt bei euch, glaube ich, gar nicht auf, oder? Nee, überhaupt nicht. Wir haben eigentlich immer so viel zu tun, alleine aus dem Grunde schon, weil wir einen Webshop haben. Und von daher langweilen tun wir uns eigentlich fast nie. Und ihr dürft ja eigentlich das machen, was viele in ihrem Büro nicht unbedingt machen dürfen, nämlich Radio hören. Und das nicht nur so leise, dass man es irgendwie nur am Schreibtisch hört, sondern ihr könnt da richtig aufdrehen. Genau, das machen wir auch ziemlich oft, dass wir so laut die Musik machen, dass die Leute auch auf der Straße coole Musik hören können. Achso, ich dachte, dass die Leute vielleicht so fluchtartig den Laden verlassen, weil es einfach zu laut ist. Nein, das passiert natürlich nicht. Nee, auf keinen Fall. Die Leute tanzen hier auch hin und wieder mal. Also wir legen Wert drauf, gute Musik zu spielen. Wenn ihr, ich meine, das sehe ich jetzt einfach in eurer Playlist, die ihr zusammengestellt habt, so ein bisschen auf Rockabilly-Style steht. Ja. Seht ihr auch dementsprechend aus? Habt ihr so eine Elvis-Tolle? Hin und wieder habe ich zum Beispiel eine Elvis-Tolle. Mein Chef, der Olli, der hat ganz lange Haare bis zum Arsch und Piercings, Tattoos und natürlich alles, was dazugehört. Also man lebt euer Geschäft quasi. Genau. Das ist das Coole. Wir haben Spaß an der Arbeit und das versuchen wir auch den Kunden rüberzubringen. Und deswegen haben wir auch sehr viele nette Stammkunden. Jetzt würde mich mal interessieren, wer kommt da wirklich so vorbei? Ist es so, wie wir es gerade beschrieben haben, lange Haare, Tattoos, Piercings, weiß der Kuckuck was und Elvis-Tolle? Oder kommt da auch, Nee, also hier im Laden kommt eigentlich wirklich von 0 bis 90 Jahren alles rein. Ob es der Banker ist, der sich eine Harley gekauft hat und zum Harley-Treffen fährt und ein paar coole Klamotten braucht. Oder beispielsweise, sie haben ganz viele Babyklamotten, Strampler, eine Wickeltasche ist neu im Angebot in Leo-Optik. Von daher kommt wirklich jede Klientel rein. Also nicht nur tätowierte und gepierste Leute, sondern auch ganz normale Leute wie du und Dicke. Das ist doch mal schön. Ja, auf jeden Fall, oder? Wollen wir mal zu eurem nächsten Song kommen? Ja, der nächste Song ist natürlich Pflicht Johnny Cash mit Folsom Prison. Und da haben wir eine extra Version rausgesucht, nämlich live in St. Quentin aufgenommen. Oh, sehr cool, sehr cool. Guck mal eine an. Ja. Die gibt es gleich für dich. Müsstest dich jetzt noch knapp 2 Minuten gedulden. Nicht nur du, sondern eigentlich auch alle da draußen. Okay. Und dann gibt's den gleich in voller Länge, okay? Alles klar, danke. Bis gleich. Ciao.